Mal. So, geklatscht auch für den YouTube-Channel. Für den YouTube-Channel, dass man es anlegen kann. Ich habe das mitgebracht, Lars, es ist ja am 14. März Kommunalwahl. Jetzt habe ich ja an meinem Briefkasten stehen, bitte keine Werbung und keine Umsonstzeitung. Jetzt die Grünen, habe ich drei von denen drin. Das finde ich geil. Ich habe ja dran stehen, bitte keine Werbung. Das ist wie bei mir mit bitte nicht stören am Handy. Genau. Ich habe übrigens ja den entscheidenden Hinweis bekommen. Oh, von aus dem Netz, aus der Community. Mache ich, der Hund trinkt, hört man das? Ich glaube nicht. Ich mache den Flugmodus an. Was? Ja, habe ich vergessen. So krass von mir. Das ist wirklich so krass. Eine super Idee, Lars. Ich komme gleich wieder, ich mache den Flugmodus während der Aufzeichnung. Meinst du, das geht? Das geht. Meinst du, das geht? Aber es wackelt jetzt so busy, als wären wir so im Raumschiff. Aber es geht. Weißt du, wie die das früher gemacht haben? Es geht. Die haben ja früher beim Raumschiff Enterprise, haben die sich so selber so an den selber gewackelt. Warte mal kurz sitzen, dann wackel ich hier am Gerät. Warte mal kurz still sitzen, dann wackel ich hier am Gerät. Ja. Sieht auch aus wie... Ja, aber ich muss auch so machen. Earthquake. Weißt du, irgendwie... Ja. Ah, oh Gott, der Ach so, witzig wie der hier. Oh, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also ich habe den entscheidenden Hinweis bekommen aus der Community. Rosie, kannst du bitte mal aufhören zu trinken? Wir produzieren einen Podcast. Geh jetzt weg von deinem... Rosie, Schluss jetzt. Ich bin noch getrunken. Ja, trinkt wie lange kann man denn trinken? Ja, und um die Uhrzeit. Ja. Viel zu früh. So, jetzt geh ins Körbchen, Rosie. Lass uns hier bitte in Ruhe arbeiten. Ja, und leck nicht schon wieder an meinen Füßen rum. Ja, die magst du halt. Ja, na klar. Das ist schön salzig. Ich habe gestern hat mir ein Kumpel erzählt. Entscheidenden Hinweis. Ich wollte nur kurz sagen, für Leute, die Käsefüße haben, legt euch nachts in die Socken an und innen an die Fußsohle drei Scheiben Zwiebel. Zieht's raus, habe ich gehört. Es wird halt schlecht mit der Frau dann, sag ich mal. Geht dann nichts. Käse und Zwiebeln. Käse und Zwiebeln. Super. Cheese and Onion. Jetzt, was war der entscheidende? Hat nicht jeder Käsefüße nach zwei Tagen? Nee, ich nicht. Also ich habe auch keine Käsefüße. Nie Käsefüße. Aber also ich dusche mich ja mittlerweile alle zwei Wochen nur noch. Ja, ja. Wofür auch? Kostet doch nur Geld. Kostet aber nicht viel. Ja, aber es kostet. Aber Wasser, ich finde Wasser zu billig. Wasser ist zu billig. Wasser, gerade das Taunuswasser aus dem Hahn, was es hier schon wieder gibt. Zum Wohl. Ich finde Wasser auch zu. Ich dusche mit Selterswasser. Mit Gerolsteiner. Ja. Das teuerste. Das ist natürlich. Klar, es kostet der Kasten 12 Euro. Es gibt noch, teurer als Gerolsteiner. Ja, Gerolsteiner kostet ja nur 5,99. Quatsch, 8,59 habe ich gedacht. Echt? Gerolsteiner ist richtig teuer. Also jedenfalls herzlich willkommen hier zu unserem neuen Podcast. Von und mit Mundstuhl. Die verrückten Comedy-Filus aus Frankfurt. Ande und... Ja. Ando und Lars, wieder am Start für euch. Das sind wir gut drauf hier. Greifen wieder in die unterste Schublade. Hallo, Go. Ja. Wie gesagt, ich finde es toll, dass die Grünen einem wieder sein Willen. Das habe ich mitgebracht, weil wir haben doch gesagt, wir machen doch immer diesen Kram der Podcasts. Was hältst denn du vom Sechskant-Krimp-Werkzeug unter den Podcasts? Ja, total geil. Aber was ist ein Sechskant-Krimp-Werkzeug? Ich habe keine Ahnung. Das ist... Boah, ist das ja fett, krass. Ich muss die Brille hochziehen. Ich kann sonst nicht mehr. Das Toolcraft Sechskant-Krimp-Werkzeug kann zum Krimpen. Klar, was ganz kannst du? Es kann zum Krimpen von Kupferrohranschlüssen verwendet werden. Ah, jetzt weiß ich, was Krimpen ist. Weißt du was? Krimpen ist bestimmt so Zusammendrücke. Bestimmt. Also das ist so ganz Rohranschlüsse. Ja, man kennt ja auch ein Krempel, hochgekrempelt. 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 Das ist vielleicht ein Hochgekrempler für die ich habe mir so Werkzeug zum Hochkrempeln von der Ärmel. Habe ich auch. Ich habe der Hemdkrempler. Sechskant-Hemdkrempler. Ja. Meins heißt Charlotte. Ja, klar. Ja. Natürlich. Herr Charlotte, krempel mal der Ärmel hoch. Ja, ich habe... Das kann ich jetzt nicht vorlesen. Also jedenfalls, dann bedanke ich mich jetzt zumindest einmal. Fahre ich nicht mehr. Also jedenfalls, ich freue mich. Das ist lustig, oder? Ist auf jeden Fall lustig. Ich freue mich sehr. Es hat einen Hinweis gegeben, weil ich konnte ja bei meinem neuen Smartphone, wenn ich da mit Kopfhörern joggen gehe, konnte ich ja nicht die alle zwei Minuten die Ansage aus The Crumples. Ich warte, bis du fertig gecrumpelt hast. Oh, ist das fett? Was hast du dir denn gekauft? Entschuldige, ich muss das. Wir sind gerade ein bisschen YouTube-lastig, aber ich muss das. Oh, ist auf Sekunden. Ich muss das in den YouTube-Channel halten. Ein gefülltes Ribbelstückchen. Unfassbar.
unfassbar. Mit Sahne gefülltes Ribbelstückchen. Weil ich werde so schlank. Meine Mutter hat gesagt, ich werde abgenommen. Ich hätte schwer abgenommen, hat meine Mutter gesagt. Und mir fällt es ja nicht auf. Ja. Ich dusche ja kaum noch, sehe mich ja kaum noch nackig. Ja, ja. Ja, und anziehen tue ich nur die Jogginghose. Also zunehmen tust du nicht. Nein. Das kann ich dir bestätigen. Nee, also meine Mutter sagt, es läuft nicht. Doch. Gott sei Dank. Ich dachte, ich habe nur einmal getrunken. Ach, das wäre das wäre wirklich scheiße. Fünf Minuten, aber dann hättest du direkt vom Anfang erzählen können, was der Mensch aus den sozialen Netzwerken dir als einen Tipp gegeben hat. Ja, das möchte ich auch nach wie vor, weil ich dankbar bin. Ich bin so dankbar. Danke für jeden neuen Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich auch meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles Gute, Helle und für die Musik. Ich hab's noch, ich kann den Text noch. Geil, oder? Ich kann den Text noch. Das hatten wir vor 20 Jahren im Live-Programm. Ja, klar. Danke, danke. Als Jesus und Andy. Danke. Da gab's den Jesus noch. Da gab's, wir den Reaktiv. Soll ich es? Ja, wir haben es ja schon gesagt. Ja, na, klar. Also wir haben es intern gesagt. Leute, wir bereiten ja ein neues Programm vor. Jetzt erstmal, haben wir denn Hallo gesagt? Ja. Hallo, liebe Leute. Ja, hallo, wir sind wieder. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Liebe Podcast-Hörer von und mit Mundstuhl. So, da haben wir das jetzt endlich auch mal abgehakt. Bevor ich dann mal... Instagram und Facebook. Und YouTube. Hilft uns YouTube zu monetarisieren. Geld verdienen wir mit YouTube. Da verdienen wir Geld. Der Mundstuhl. Alright. So, jedenfalls. Ja, heute sind wir ja total schwachsinnig. Das ist lustig. Ja, ich wollte doch nur sagen, vor 20 Jahren, so, The Jesus und der Andy, und ich hau's jetzt raus, wir haben es nicht abgesprochen, aber wir schreiben ja parallel das neue Programm, was im Herbst 2028 dann auf die Bühnen kommen wird. Das schreiben wir ja parallel jetzt gerade zu dem Podcast. Stimmt. Und wir wiederholen ja auch die ganzen Flamongos-Auftritte bis circa 2027, also wann können wir damit wieder anfangen? 2025? Also jedenfalls wird es ja ein neues Programm geben und in diesem neuen Programm, ich kann es jetzt schon mal, ich hau es jetzt raus, unabgesprochen, mit Ande nicht abgesprochen, es wird den Jesus wieder geben. Jesus kommt wieder. Jesus is back. Ist das geil. Ist das ein gutes Teilchen, sagt man, ne? Ja. Sagt man Stückchen oder Teilchen? Ich glaube, beides ist zulässig. Teilchen, glaube ich. Ich war ja mal mit einer Lipperin zusammen aus Ostwestfalen-Lippe. Ja. Und die haben immer Teilchen gesagt. Aber ich habe immer Stückchen gesagt. Ach so, vielleicht ist es so ein regionaler Unterschied, dass der eine sagt Teilchen. Genau, da sagt man Apfel und im Süden sagt man Kirsche. Ist ja, so, kennt gibt's man. Ja. Und Birne sagen manche. Auch, ja. Birne? Manche sagen Birne. Seht Birne Kohl, das schwarze Licht, es leuchtet doch, man sieht es nicht. Ja, meine Lieblingszeile bei dem Lied allerdings so. Und als Jesus und Andy haben wir auch Danke gesungen. Genau. Und meine Lieblingszeile bei dem ganzen Lied ist ja ein kirchliches Lied. So ein Gotteslied. Das Geilste, also dieses, eine fast perverse Textzeile, finde ich, ja. Danke, dass ich auch morgen wieder Danke sagen darf. Das finde ich schon ein bisschen hart. Das ist sehr unterwürfig. Danke, dass ich auch morgen wieder Danke sagen darf. Also kann, würde ich ja noch sagen. Okay, aber dass ich das dann darf. Dass ich es darf. Also das finde ich sehr... Das sehr unterwürfig. Also das passt so zu meinem Selbstverständnis nicht unbedingt. Nein. Also gut, ich sage es fast jeden Tag so in der Nachbarschaft. Lieber stehen, sterben, sage ich. Ja. Weißt du? Die with your boots on. Ja, klar. Also. Nee, aber das fand ich auch immer ein bisschen... Das ist mir zu hart. Zu unterwürfig. Das ist das Mittelalter. Ja, und das ist ja... Also ich weiß nicht. Naja, aber das ist trotzdem ein schönes Lied und wir werden es auch wieder vielleicht ins Programm aufnehmen. Vielleicht. Aber wir machen das in jedem Fall. Und der Jesus hat so einen geilen Auftritt, den ich jetzt natürlich nicht verrate, aber ich weiß, dass der Jesus das wird ein Brüller. Das wird so lustig. Es ist ja, im Moment ist es ja geplant, also ja nicht lang.
Unser Programm? Nein, der Auftritt von Jesus. Ach so, nein, natürlich nicht. Das ist ja... Das ist relativ schnell und schnell alleine und das knackig, aber wirklich... Und schön matt. Wirklich sehr matt. So, da haben wir schon mal ein bisschen Werbung gemacht fürs nächste Programm. Viele Hasen sind des Jägers tot, das sag ich mal. Ja? Ja. Wie kommst du da drauf? Ich habe es hier gelesen gerade. Ach so, ja. Und natürlich, also wir machen auch ein T-Shirt für die nächste Tour. Da steht drauf, Hashtag Referees Welcome. Nur, dass das mal klar ist. Ja, ja, ja. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Ja. Ich habe, natürlich sind ja Referees Welcome bei uns. Natürlich, ist ja klar. Natürlich. Referees Welcome. Ich will in diesem Podcast ein Geständnis machen. Nein. Der viele Leute gerade schockieren wird. Innerhalb von meiner Familie sehr schockieren wird. Warum? Ich strecke seit Jahren Milch. Nein. Ja. Nein. Weil man sieht es ja nicht. Nee, es ist ja weiß. Ja, klar. Naja, im Tetrapack eh nicht. Nee, eh nicht. Und bei uns wird mit Milch, was? Mit Wasser. Ja, ach mit so. Taunuswasser. Ja, ist ja dann leckerer. Muss ja leckerer sein. Weil, guck mal, wenn in so einem Milchkarton, du spürst es ja, du siehst es ja, ja nicht, aber du spürst, oh, nur noch ein Drittel oder ein Viertel. Ja. Ja. Da geht in meinem Kopf ja schon an, scheiße, Milch kaufen. Ich muss hier wieder los. Ja? Ich muss aus meinem sicheren Zuhause in die Corona. Ja, ja, ich sag ich mache das ja seit Jahren. Ja, ja, aber du wusstest ja, dass Corona kommt. Ja, gut, so könnten wir ja sehen. Crapper. So könnten wir sehen, ja. So, und weißt du, wie schnell das geht? Einfach mal unter den Wasserhahn. Das geht ja schnell. Das ist ja ein 2-Sekunden-Shot. Natürlich. Ein 2-Sekunden-Wassershot, da ist das Ding wieder halb voll. Meinst du, das hat schon mal einer gemerkt? Natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht. Nein. Nein. Natürlich nicht. Man nimmt es doch eh nur für die Milch und bisschen, für den Kaffee. Und vielleicht mal für ein Müsli. Ja, schmeckt das Müsli ja bisschen wässrig. Bisschen wässrig, ich meine, mein Gott. Also ich habe letztens, sorry, ich will nicht ins Wort fallen, aber ja, es geht ja Schlag auf Schlag, aber ich merke, dass mir die Corona-Maßnahmen zu weit gehen. Jetzt Homeschooling, habe ich gehört. Machst du jetzt? Homeschooling. Machst du wirklich? Homeschooling, und das geht mir zu weit. Das geht mir einfach einen Schritt zu weit. Ja. Homeschooling, das kann doch jeder zu Hause machen, was er will. Ja, das finde ich auch. Oder? Das kann doch zu Hause sollte man den Leuten noch selber überlassen. Wirklich wahr. Also jetzt in Zeiten von Gender und so kann doch zu Hause jeder machen, was er will. Sowieso. Da werden sie daheim. Da müssen sie dann zu Hause rumschwule. Das ist doch scheiße. Ja, und wenn es Pflicht wird. Ja, wenn es also Pflicht wird, sage ich auch bis hierhin und weiter. Das finde ich auch blöd. Hier, noch eine Sache, die ich hier... Homeschooling, machen sie rum. Das ist doch schon wieder vom Sparen ist das doch eine Idee. Ja, natürlich, ach, um die Leute abzulenken. Ja, klar. Ja, natürlich, klar. Ich habe noch eine Sache, die wieder mit Einkaufen zu tun hat. Also nicht nur, dass ich die Milch strecke, um da Geld zu sparen. Ja, natürlich, im Endeffekt Zeit und Geld. Zeit ist Geld. Zeit ist gleich Geld. Ich stehe das auch mit den Rauchmandeln nicht mehr ein. Nee. So, Dose Rauchmandeln, 3,49, wenn man Glück hat. So, der Wahnsinn, das ist an einem Abend weg. Ich mache das jeden Abend, rechne das mal aus. Ja, 7 mal 4 sind 28, mal 4 Wochen im Monat. Das sind über 100 Euro Rauchmandeln im Monat. Ja. Ich bin doch nicht bescheuert. Und dabei hast du gerade aufgehört zu rauchen. Und auch erstens aufgehört zu rauchen, das macht ja eh schon keinen Sinn. Trotzdem Rauchmandel, ich bin ja rauchmandelsüchtig. So, ja, klar. Was habe ich jetzt gemacht? Die guten Mandeln von im 200er Plastikpack so. Ja. Dann Rauchsalz gekauft. Neigeschüttet oder dann was? Wird, ja, das Rezept ist so einfach. Also du machst den Backofen, wir sind ja gerne auch mal Mundstuhl kocht und ja, so weiter. Sicher, ne? Jetzt, heute bin ich dran. Ja. Der Backofen auf 180 Grad. Ja. Die Drecksmandeln von Neigeschüttet. 6 Minuten rein, dass die so anrösten. Ja. So. Ja. Ja. Derweil bereitet man ein Gefäß vor, was man verschließen kann. Tupper, irgend sowas. Ja, so schön groß, dass man so einen guten Schüttelfaktor hat. Ja, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gespoilert. Dann nimmst du die Mandeln raus. Ja. Ja, tust die in dieses Gefäß, was man zumachen kann, machst dann so einen guten Esslöffel bei 200 Gramm, einen ordentlichen Esslöffel Olivenöl drauf, schüttelst das erstmal, dann sehen die Mandeln so ganz leicht mit Olivenöl bedeckt und haften natürlich, haben eine viel bessere Haftfähigkeit. Ja. So. Und dann, je nach Gusto, natürlich das Rauchsalz. 2-3 Kilo Rauchsalz. Drauf. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall 2 Teelöffel Rauchsalz müssen da drauf. So, dann shakest du das Ganze wie der Tom Cruise in Cocktail. Shake it schön. Ja, shake it like a Polaroid picture. Ja, ja. So, dann hast du das geshaked, shakest es schön. Ja. So, und dann kommt das der schlimme Moment, dann willst du ja eigentlich die reinknallen vom Feinsten. Aber es ist noch zu warm. Aber erstens, es soll noch mal in den Ofen für 3-4 Minuten. Ach, gut, dann, hast du das bei YouTube gesehen? Dann wenn man selber Rauchmantel macht oder hast du das selber drauf geschafft? Nein, ich habe das gegoogelt und da gibt es ja so alle möglichen Kochbar und der Chefkoch und da habe ich das mit der besten Bewertung. Dann geht es zurück in den Ofen und dann
dadurch backt das dann so busy fest und haftet noch besser und da hast du feinste Rauchmanteln, da spare ich also 2-3 Euro. Pro. Pro Ding. Also da, pro 200 genau. Gramm sozusagen. Ist doch, ja, geil. Ist doch der Hammer. Ja, ja. Und in so einer Kiste, in so einer Dose sind ja nicht mal 200 Gramm Rauchmandeln drin. Das sind, glaube ich, nur 150 oder 20, 140 ja. oder irgendwie sowas. Also vorgestern habe ich meinen Backofen sauber gemacht. Ich wink mal in die YouTube. Stunden da gestanden, da ist, der sieht aus wie neu, sagst du. Der sieht aus wie neu. Hast du kein Reinigungsprogramm? Nein. Doch. Das war mir zu teuer. Du hast ein Reinigungsprogramm. Jeder. Nein. Bei mir, ich habe kein Reinigungsprogramm. Ehrlich, bist du dir sicher? Sicher. Also sicher wie das Arm. Aber das ist also nicht, dass ich es unbedingt brauche, aber ich finde das Reinigungsprogramm finde ich so faszinierend. Ich habe es gehört das letzte Mal. Ein Kumpel von mir hat mir gesagt, hast du kein Reiniger? Also nicht du, sondern ich habe es ja. schon mal voller Stolz erzählt. Der auch mir voll in die Parade gefahren. Kein Reinigungsprogramm. Das Ding heizt sich ja asozial. 400 Grad. 500 oder irgendwie. Und dann kommt 500. noch so ein Asche, ist noch Asche, so ein bisschen Asche ist dann. Genau, genau. Und hier hast du, und man sollte da, wo du jetzt sitzt, nicht sitzen. Ja, so warm sonst. Ja. Aber das kostet doch sau viel Strom. Oh ja, Solar. Gut, ich habe ja Solaranlage. Das stimmt. Ach, ne? Ich mache das nur mit Solarstrom. Jetzt war ich versucht zu sagen, ich gehe mal einen rauchen, aber das, warte ich noch einen Augenblick. Kann ich ja auch noch machen. Mal gucken, wie lang noch. 25 Minuten, so kein Problem. Ach, der Wahnsinn. Du, ich habe ja gehört, hier Fußball, ne? Wir haben lange nicht über Fußball geredet. Ich habe ja gehört, Schalke bekommt jetzt ein eigenes Panini-Heft nur für Trainer, habe ich gehört. Für die Saison. Ja, 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 klar. Ja, 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 das ist geil. Habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Das habe ich auch gehört letztens. Also, nee, ich muss dir sagen, es schlagen da ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich meine, dass Schalke abgestiegen ist, ist ja klar. Aber ja. Die haben halt echt, ich glaube tatsächlich, das geht im FC Schalke ein bisschen wie im HSV, die müssen mal runter. Also so leid mir das tut, auch für den HSV, aber dieses Geklüngel da oben, die müssen mal runter und dann wird werden die Karten neu gemischt und dann kann man wieder neu starten. Ich glaube wirklich. Eine Katharsis, glaube ich, nennt man das. Ja, das nennt man auf jeden Fall so. Ich glaube ja nicht an Karma. Ich glaube nicht so richtig an Karma, aber ein bisschen doch bei Schalke. Karma Chameleon. Ja, Karma, you come and go, you come and go. Loving would be easy if your colors were light, my dreams. Ich kann den Text nicht. Red, golden, green, green, red, golden, green, red, gold and green. Das war noch, da hatte sie noch nicht so viele Farben damals. Ja. Da war das Homeschooling noch nicht, nicht verbreitet. Red, Gold and Green muss ja was bedeuten. Was ist denn? Vielleicht hat sich ein Green, weil das ist ja, like my dream, das Green hat sich wegen des Reims angeboten, aber ich nehme an, es ist vielleicht sowas wie Jamaika. Red, Gold and Green, also da fällt mir jetzt nichts. Ist bestimmt irgendwas, was man wissen sollte. Ich weiß es nicht. Also ich google das jetzt. Hast du ein Lieblingswort, ein deutsches Lieblingswort? Bestimmt. Ist mir gestern eins eingefallen und es ist tatsächlich mein Lieblingswort. Wir haben so schöne Wörter. Ist Zeug. Ja. Ich finde das Geilste. Zeug. Ja. Flugzeug. Feuerzeug. Zeug, mit dem er fliegt. Ja. Fahrzeug. Werkzeug. Ja, ja, stimmt. Das ist geil. Zeug. Ich finde Zeug so cool. Ja. Du kannst da alles hin und da hast du Einkochzeug da. Weißt du? Das finde ich voll geil. Ja, ja, so. Und es gibt es natürlich im Zeugwart. Finde ich, beim Fußball. Zeug ist mein Lieblingswort. Ja. Mein deutsches Lieblingswort. Es ist ein geiles Wort, ich schließe mich an. Zeug ist. Mir fällt nichts Besseres ein. Nein, also ich habe dich auch. Ich habe mir gestern Gedanken darüber gemacht. Vielleicht. Also ist mir eingefallen und ich habe gedacht, das ist bestimmt was für ein Podcast. Vielleicht überlege ich mir ja noch irgendwas. Vielleicht gefülltes Rippelstückchen. Ach, ja, der Wahnsinn. Ja, ja, Rauchmandeln mache ich selber. Ach ja, das ist doch geil. Seit wann blättern wir in Büchern, wenn wir unseren Podcast machen? Das muss ich jetzt mal kurz fragen. Du hast unseren, da einen Zettel? Ja, den sieht man ja nicht. Ach, seit wann? Wir machen einen Podcast, sieht man gar nicht. Seit wann blättern wir denn in Büchern? Also das finde ich ja eine, das ist ja, das ist ja eine Zäsur. Nein. Doch, es ist eine Zäsur. Nein, habe ich doch, da Seite für Seite und nein, ist ja gut. Ja, nein, Quatsch, ich will ja jetzt, will ich es wissen. Nein, steht ja nichts mehr da. Doch, Halsmaul steht da. Ja, da steht Halsmaul. Ich häng immer noch nach anderthalb Jahren Halsmaul. Ich weiß nicht, vielleicht eine neue Sketch-Idee.
Das sind ja dann so Ideen, die man ein halbes Jahr später selber nicht mehr rekonstruieren kann. Ja. Und das passiert uns ja sogar, wenn wir Sachen anhören. Und wir beide so eingesprochen haben in irgendwelchen Hotelzimmern. Zusammen in Hotelzimmern. Und dann so ein Jahr später hörst du dir an oder ein halbes Jahr, was haben wir denn da gemeint? Und sich totgelacht. Also du hörst ja dann, dass die Aufnahmen kaputt lachen. Das müssen wir bringen. Weiß nicht mehr, um was es geht. Der Wahnsinn. Hast du eigentlich festgestellt, dass ich beim Friseur war? Nee. Ja. Sieht mir doch. Ja, jetzt wo du sagst, es ist mir wirklich nett. Also, ne? Doch, es ist mir aufgefallen, dass du kürzere Arme hast. Ja, auf einmal. Ja. Und dabei bin ich nur zum Friseur. Ja, eben. Und da komme ich mit kürzeren Armen zurück. Beim Struppelpeter. Ja. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich habe noch gesagt, was soll denn das? Ja, meine Arme sind viel kürzer. Lass sie doch ich war doch zum Haare schneiden. Ja, klar. Und hat dann gesagt, ja, das wäre jetzt so. Ist halt so. Das wäre jetzt so, das trägt man so. Das trägt man halt so. Ja. Ich kenn's. Ich hab mir auch die Arme kürzer lassen. Ich habe keinen Bock mehr. Mit der langen Haare rumzumachen. Baumeln sie da an der Seite rum, wie so Arschlöcher. Ja. Das bringt doch nichts. Wie so dreckige Unterhaus. Ja. Hängt da an einem rum. Hänge da rum, man macht nichts richtig damit. Nein, sieht doch scheiße aus. Ja, man sieht es doch. Wenn man sich unterhält, was mache ich mit den scheiß Ärmeln? Die ganze Zeit. Ja, deswegen weg. Ich wollte es ja nicht. Das ist natürlich praktischer, weil man sich die Fingernägel auf der Straße schleifen kann. Man muss ja nicht mehr schneiden. Ja, das ist natürlich praktischer. Ich wäre trotzdem gern gefragt worden. Ja, ich auch. Ja, bevor mich mein syrischer Friseur einfach die Arme kürzt. Ja, ich war ja gar nicht, also deswegen war ich nicht da. Nein, aber jetzt hast du es halt. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Ja, ich habe gefragt, kannst du mir auch noch die Haare schneiden? Nö. Macht nur noch Arme. Ja, klar, verstehe ich. Ja, ne? Arme bringt mehr. Kostet ja auch. Kostet ich auch, weil der 150 Euro fürs Arme kürzt. Ja, und du hast es ja gar nicht verstanden. Man ist ja OP. Ja, sie ist OP. Also es war praktische OP. Ja. Von Narkose auch, oder? Oder macht er das Teilnarkose? Teilnarkose. Man kann zugucken. Lokal an, ist gut. Standst du halt schon aus. Ja, ne? Ja, genau. Scheiße, die Uhr hält nicht mehr. Die Uhr rutscht dir einfach runter. Ja. Eine schöne Uhr. Ja, nee, also ich habe auch Leute gesehen, denen ist der Ellenbogen rausgestanzt worden, die haben jetzt nur noch so kerzengerade Hände, die können überhaupt nichts mehr machen, das ist voll ätzend. Stell dir mal vor, hast du einen kerzengeraden Arm, musst du den Bobbes wischen, das geht doch nicht. Das ist natürlich ein Nachteil, da haben sie vorher nicht drüber nachgedacht, bevor das erfunden wurde. Ja, aber dafür gibt es ja Katzhändchen. Wo man sich der Rücken kratzen kann. Ja, ja. Und die gibt es dann in Länge, da kann man ohne dann so ein Händchen dran, da kann man Klopapier und dann kann man sich... Komm, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung. Es gibt ja auch die Klos, die Toiletten, wo so ein Spülarm rausfährt. Du hebst mich jetzt auf die Geschichte, oder was? Im Kongresszentrum. Da haben wir also wirklich den Wahnsinn vor der Show. Es war in Gießen. War in Gießen und ich gehe gern auf Behindertenklos. Also vor der Show, weil es einfach geräumiger ist und weil man halt da sitzt. Ja, weil wir ja da auch alleine im Backstage sind, da kommt ja jetzt nicht ständig irgendeiner und sagt, ich möchte auf die Behindertentoilette. Nein, das ist vor der Show um 5 Uhr oder was. Ja. Und ich, also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, Fakt ist, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe und dann ist also 6 Grad kaltes Wasser in meine Puperze eingedrungen und ich bin erstmal vom Klo gehüpft. Und du hast es halt nicht gewusst. Und ich habe das nicht gewusst. Das, also ist das schon war der cool. Wahnsinn, was ich gelacht habe. Aber du musst doch so ein surrendes Geräusch gehört haben. Ja, aber was wusste ich? Behinderte-Klo, was weiß ich? Ja, das habe ich gehört. Und habe gedacht, vielleicht eine große Fliege oder so. Wenn so rausfährt. Ja, ja klar, das hört man. Ich habe gedacht, na, was passiert jetzt? Ja, so war es so gewesen. So geil. Ja, ja. Ja, wie sind wir jetzt noch, wie sind wir da drauf? Wir kamen über... die Armkürzung und über das mäßig Naja, ich werde mich dran gewöhnen. Klar, gewöhnt sich doch dran. Er gewöhnt sich doch dran. Aber zu dem gehe ich nicht mehr. Nein, im Moment hast du gar keine Arme. Ja, ja. Irgendwann will nur das Geld verdienen, 150 jedes Mal. Ja, ja. Du hast irgendwann keine Arme. Pro Arm. Das so weit kämst man hier. Na gut. Ja. Ja, also. Ach. Heute Abend gibt es Sushi. Bei euch? Ja. Mit Edamame oder was? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wäre geil, jetzt wo du sagst, Edamame. Kann man sich verkaufen im Asiamarkt, tiefgefroren. Ja, ja, das stimmt. Geil. Das stimmt. Was gibt es hier für Sushi? Ach, naja, halt so Reis mit Fisch. Ja, klar. Aber jetzt also so Inside-Out California. Ach so, California Roll, ja, ja. Ja, ja. Da gibt es natürlich noch ein Summer Roll. Summer Roll? Aber das ist ja kein Sushi. Das ist kein Sushi. Das ist ja dehnbare Teig. In dem Plastikteig. Ja, in dem Plastikteig. Ja, genau. Ja. Also Polymer, glaube ich. Ist ein Polymer, der... Ja, genau. Ist biologisch abbaubar. Ja, ja, klar. Ja. Und essbar. Ja. Genau. Der andere leckt sich die Finger ab, wo die Sahne dran war. Die Sahne. Das fand ich auch immer ein Skandal von der Band, von der ich froh bin, dass es sie nicht mehr gibt, wie sie gesungen haben, wann kommt die Sahne. Das war ja nicht, wann kommt die Sonne,
So hieß der Song. Ja. Aber die hat sich ja totgelacht, weil im Studio hat sie gesungen, wann kommt die Sahne? Ja. Und jeder weiß, was die Sahne, was damit gemeint ist. Ja. Und das ist, also Rosenstolz, ne? Weißt du, von wem ich rede? Ich weiß. Wann kommt die Sahne? Ja. Oh, ja. Also, ich war von Rosenstolz wirklich kein Fan. Das muss man ja sagen. Wir haben wirklich oft auch Differenzen, was die Musik angeht. Nicht Differenzen, da geht in eine bisschen andere Richtung. Aber dass wir die nicht leiden konnten, das also hat uns geeint. Musikalisch. Ja, ja, ich fand es wirklich einfach ganz schlimme Musik. Das gibt's halt manchmal, da kann man halt nichts machen. Aber gibt's ja nicht mehr. Nein. Ich fand es lustig, wann kommt die Sahne zu singen und dann die Sonne hinzuschreiben. Und die. Ja, ja, genau. Fand ich lustig. Das stimmt. Ich habe jetzt eine Geschichte. Ich bin ja als Alan Oaks am Produzieren und mir ist was passiert. Ach du. Das war wirklich, also ich habe ein bisschen erhöhten Pulsschlag gehabt, weil ich das so nicht kenne. Ich finde es auch echt interessant. Also, ich habe einen neuen Song komponiert und was ich ja dann immer mache, ich stelle dann immer direkt was auf Instagram, damit die Leute ein bisschen was hören. Sag ich mal so 40 Sekunden davon, ja? Ja. Und damit man ein bisschen was dazu sieht, gibt es da irgendein Video dazu, denn irgendwas, was eine Sonne mal untergeht oder irgendwas, was ich auf dem Handy habe. Das ist auch scheißegal. Mhm. Jetzt. Jedenfalls habe ich ein Song-Sample von mir eingestellt, 40 Sekunden und irgendwas dazu geschrieben. Hier immer hören, so First Impression und so weiter. So. Halbe Stunde später, also den habe ich gerade geschrieben, den Song. Also wirklich, das habe ich gemacht. Halbe Stunde später, your post has been banned from Instagram due to Urheberrecht. Irgendwie. Urheberrecht und zwar von Universal Music Group. Hatte. So, ich habe mich dann schlau gemacht. Also erstmal, also auch hier, ja, an der Halsschlagader. Ja. Was? Urheberrecht? Den Song habe ich gerade geschrieben, da bin ich gerade dran, den zu schreiben, habe einen kurzen Teil davon. So, was da passiert und deswegen, und da komme ich auch zu einem größeren Thema, ich habe bissig Schiss, dass wir irgendwann von Maschinen beherrscht werden, weil da läuft von dieser riesigen Universal Music Group in einer Vereinbarung zusammen, wahrscheinlich mit GEMA und Urheberrecht und natürlich dann YouTube, Facebook, Instagram, da läuft dann ein Programm über alles, was gepostet wird. Und wahrscheinlich, weil in meinem Song, dazu muss man jetzt auch nochmal erklären, das kannst du bestätigen, jeder Song auf dieser Welt besteht aus 3, maximal 4 Tönen, die man anders zusammensetzen kann und dann auch anders instrumentieren kann, sodass es immer busy neu klingt, aber richtig neu gibt es ja nicht. Nein. Es gibt keine neue Notenkombination, weil es werden nur 3 Töne verwendet. Also das ist schwierig, da was Neues. Darüber hinaus haben wir ja auch ein Hörverhalten, das muss ich ja auch gut anhören. Also, genau. Da könnt ihr so anordnen, dass es sich scheiße anhört, aber das will ja keiner. Genau. Trotzdem schafft man es immer wieder, ein neues Hörerlebnis mit jedem neuen Song, der rauskommt, in die Charts kommt und so weiter. Das hört sich ja immer wie ein neuer Song an, auch wenn es die Kombination beispielsweise, war ja auch ein eigenständiger Song. Ja, ja. Und der ist uns verboten worden von der Rita Marley. Genau. Ja, aber das ist ja auch noch ein anderes Beispiel für Cover, wo man ganz bewusst was. Aber, so, und ich habe mich dann schlau gemacht, da läuft tatsächlich ein Programm, der hat da irgendwas entdeckt. Algorithmen laufen da. Da hat da irgendeine Tonkombination entdeckt und dann wird das gesperrt. Ja, das ganze Video wird runtergeschmissen. Ja, deswegen verstehe ich ja nicht. Ich verstehe nicht, dass YouTube und Facebook und so, dass die sich sagen, wir können, wenn irgendwelche Dschihadisten an den Leuten die Köpfe abschlagen, diese Videos stehen wochenlang online, aber dein Ding ist innerhalb von 0, nix. Die können mir nicht erzählen, dass das nicht. Ob das so ist und das ist so. Ja, keine Ahnung. Doch. Ja, okay. Gut. Ja, aber das Schlimme ist, es greift, also bei dir greift es und bei anderen oder bei Hate Speech, keine Ahnung, was muss ja nicht unbedingt eine Köpfung sein, aber davon habe ich keine Ahnung. Nein, es wird einfach nicht gelöscht in Facebook. Die sagen, das ist Meinungsäußerung. Ich habe keine Ahnung. Warum bist du denn da so? Ja, weil ich das ein ganz furchtbares Thema finde. Ganz Hate Speech. Nein, jedenfalls. Nein, was mich so wundert, ist, dass das Facebook das bei dir machen kann oder Insta ist ja Facebook und bei anderen Sachen funktioniert es nicht und sie sagen, wir kriegen das nicht in den Griff. Okay, davon habe ich keine Ahnung. Da kenne ich mich einfach gar nicht mit aus. Ich habe das jetzt, erlebt und fand das einfach. Und was hast du gemacht? Hast du dabei belassen oder so? Naja, kann man nichts. Ich habe Einspruch erhoben, aber das bringt nichts. Ja, irgendwie 3 Monate Zeit darauf.
zu reagieren. So, ja, okay. Das ist ja Quatsch. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Also wenn das irgendwie live performt wird, ich mache jetzt halt nur noch, wenn ich im Studio sitze und dann lasse ich die Kamera laufen und dann sieht man mich da agieren und dann läuft die Musik, weil das ist wohl was anderes. Wenn okay. Bild und Ton direkt in einer Art Live-Situation... Kein Bild, kein Ton, ein Orion. Da, und dann kann man halt auch, keine Ahnung, ich bin hier beim Auftritt vom, von dem und dem und das darf man dann reinstellen. Das weiß ich nicht. Ja. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ja, ja, deshalb, da habe ich mich ja schlau gemacht. Das darf man, deswegen kann ich ja auch irgendwie live im Studio machen. Ja, aber dann darfst du, das ist doch trotzdem also Urheberrechtsverletzung. Also du darfst ja, gut, aber, wenn du beim, bei der Simple Minds bist oder was, das weiß ich nicht, ob es die noch gibt, und machst einen Videomitschnitt und den kannst du dann live schreiben, weil dann filmst du die Band, genau, die also, das gerade macht und tust nicht so, als hättest du irgendwie dir das ausgedacht. So, okay. Das ist aber du hast es ja ausgedacht. Ja, ja, ja. Hab ich dir erzählt, ich habe letztens, ich weiß, es ist ein völlig anderes Thema, aber ich habe mir letztens, weil ich ja gerade von Kratzhändchen erzählt habe, hab ich mir ein Kratzhändchen gekauft, was auch einen Schuhlöffel hat. Ich finde ja Schuhlöffel auch geil. Ich liebe Schuhlöffel. Ja, natürlich. Hast du natürlich also hast du Schuhlöffel? Muss, ja, natürlich. Das lange, vor allem lange. Ja, lange. Ja, natürlich. Sagt man sich, also, ja. Kurze Schuhlöffel bringe doch nichts. Ja. Also kurze Schuhlöffel sind ja wirklich, wie viel lange machen noch? Ach, noch 10 Minuten. 9 eigentlich nur noch. Ja. Geil. Und was machst du am Wochenende jetzt? Weiß ich noch nicht. Gar nichts halt. Spazieren gehen oder so? Irgendwie darf man ja mehr. Spazieren gehen kann man doch, ja. Ja, ja, man darf ja. Ja. Du hast ja auch, hättest ja auch einen Hund, könntest ja, ja, ja auch so raus. Er muss halt dann 6, 7 Mal raus am Tag. Ja, ja. Aber, ach, ich weiß auch nicht, du. Ich freue mich, dass der Frühling kommt langsam. Meine ich, wie ich sage. Naja, ich gehe fest davon aus, dass innerhalb der nächsten Zeit wir wieder in einem Biergarten sitzen. Da freue ich mich auch drauf. Wenn es wieder warm wird, da gehe ich jetzt einfach mal fest davon aus. Ich bin jetzt am Überlegen, wir fahren ja eigentlich Ostern immer nach Oberstdorf. Und da bin ich am Überlegen, ob das stattfindet oder nicht. Ich glaube, Skifahren nicht. Aber einfach mal ein langes Wochenende im Außenbereich vom Wienerwald, bis sie vielleicht mit... Heute bleibt die Küche kalt. Ja, da gibt es in Oberstdorf gibt's einen, noch einen geilen Wienerwald. Ein riesen Oschi, aber trotzdem gemütlich. Ja, ja. Trotzdem gemütlich. Ja, hat ja. Sie auch mit Cola ausschneiden. Mit Außenbereich, mit, wo man sich hinsetzen kann, Bier trinken kann. Genau. Also, da haben wir ja letztens schon im Auto gesagt. Oder ich weiß nicht, dass es halt Bayern ist und da glaube ich nicht dran. Der macht als allerletzter auf, weil er halt der härteste Hund sein will. Weil er halt auch die Grenzgänger hat. Also der will ja auch keinem was Böses. Das sind ja alles keine bösen Menschen, kein Darth Vader, sondern der glaubt ja auch, dass er das Beste macht für die Menschheit. Ich glaube aber auch, dass er sich profilieren will. Also das kommt noch dazu. Also das ist kann so sein, aber die haben natürlich auch harte Fälle durch die Grenze mit Tschechien, ne? Also wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, aber wahrscheinlich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Außenbereiche aufmachen werden. Also ich hoffe das, weil sonst muss man ja gar nicht wegfahren. Man muss ja, also ich irgendwo hinfahren, wenn man nicht sich in den Biergarten, wenigstens in den Biergarten. Ich will ja schon gar nicht. Ich glaube, ich würde nicht mal Skifahren. Dann hast du da am Ende doch eine Schlange und dann ist da irgendwie, hat man ein blödes Gefühl, dann weiß ich selber, habe ich mir noch nicht überlegt, ob und aber wie. Geil, aber geil wäre es halt schon, irgendwo sich einfach dann rauszusetzen. Mal woanders. Einfach mal ein langes Wochenende irgendwo hinfahren, wo vielleicht die Sonne scheint und man sitzt im Biergarten und glotzt auf irgendwelche Berge. Das ist ja schon erstrebenswert. Also ich werde auch über Ostern irgendwas machen. Ich gucke auch im Ausland, keine Ahnung, fahre ich nach Sandford und gucke auf die Nordsee und trinke ein Bier da. Also der Hauptsache, man ist mal weg von daheim. Mir fällt ja wirklich die Decke auf den Kopf. Was ich unbedingt machen will, ist wirklich, es gibt, das kann ich dir nur empfehlen, wenn man mal auf sowas Bock hat, es gibt diese, wie heißt denn das, in Seeland, Holland gibt es Seeland. Ja, natürlich. Ja, mit Z. Ja. Z-E-E, genau. Ja, und da gibt es so einen Abschnitt, da haben die so abgefahrene Strandhäuser, die sind so ovalisch, so oval auf so Stelzen, so ein Strandhaus. Also du bist direkt am Strand. Oh. Ein bisschen hier spontan erregt. Bezwickt gerade, sorry. Man sieht es nur auf YouTube, man sieht's ja. Aber es hat gerade... keine Ahnung. Was sind das aber es ist irgendwie verklemmt. Aber ist da auf Infrastruktur? Weil das ist ja wichtig, ist ja, dass eine Stadt irgendwie in Laufdistanz ist. Das kann ich dir jetzt... Ich glaube, wir waren da... Coffeeshop kommt und dass man sich halt irgendwie auch mal was zu Abendessen... Obwohl, vielleicht... Naja, es gibt da natürlich diese Strandbuden und so, das gibt's. Aber mir fällt jetzt nicht ein, dass man wirklich in
5 oder 10 Minuten laufen da so eine richtige, so eine, ich sage jetzt mal, Einkaufsstraße mit, nee, ich glaube, da muss ich bei dir den Rat zu, ich glaube, das ist eher was, um, keine Ahnung, die See zu genießen. Ist auch noch aufstoßen. Ja, das ist Wahnsinn. Ne, bei mir ist heute alles dabei. Ja, klar. Dann lobe ich. Nee, ich muss ja irgendwelche, ich bin ja allein unterwegs und macht ja keinen Sinn, mich da in so Häuschen zu sitzen. Also da bin ich mir ja ein Strick. Also ich Sandfort fand ich immer geil. Da bin ich zweimal über Neujahr gewesen mit einer Ex. Und das hat immer Spaß gemacht. Da sind gibt's am Strand, gibt es da irgendwelche Buden, wo man sich hinsetzen kann, rausgucken kann und dann in. Ja, das ist ja klein, Sandfahrt. Und dann ist natürlich auch ein Formel 1. Und dann ist der Kurs ist ja da. Also nicht Formel 1, aber Rennstrecke. Nicht Formel 1, Rennstrecke. Hast du Formel E geguckt? Es gab ja jetzt. Nee, war das geil? Nee. Aber die gehen ja auch ab wie die Sau. Die Autos, man hört es nicht. Ja, also es ist irgendwie ein bisschen. Vielleicht könnte man das so wie im Stadion im Moment, wenn man jetzt irgendwie ein Spiel guckt auf Sky oder was, kannst du ja die Stadionatmosphäre dazu. Vielleicht kann man bei diesen E. Autos Racing, das Motorgeräusch dazulegen. Ja. Oder man kann natürlich dann auch auswählen, unterschiedliche Motoren. R4. Ja. Oder, macht der Twingo Cup. Macht der Twingo Cup, ja. Und dazu. Ja. Auf jetzt der Sound vom Twingo. Oder vom Fiesta oder so. Sound of Frankfurt. Sound of Frankfurt. Warum gibt es denn eigentlich das nicht mehr, Sound of Frankfurt? Gibt es auch schon länger nicht mehr. Sound of Frankfurt war so ein geiles Festival in ganz Frankfurt, die ganze Nacht, also ab mittags ging das ja schon los oder nachmittags. Ja, Anfang der 90er, ne? Also wir haben zweimal mitgemacht mit meiner Band und das muss ja dann gewesen sein, keine Ahnung, dann 93, 94, 95, ja? Genau, ich habe da auch gespielt mit Du, glaube ich. Das und mit Blowjobs. Ich glaube, ich habe auch zweimal da gespielt. Ja. Ach, das war geil, als wir noch Musik gemacht. Ich war bei meinem Freund Frank am Wochenende. Ja, ich mache ja wieder Musik. Hab den ja besucht. Nein, mit einer Band. Mit einer Band, ja. Also, für mich ist das ist eigentlich der Kick für mich, mich in den Proberaum zu stellen. Ja. Ich finde es wirklich und abgefahren. Schön zu laut. Also, im Grunde zu laut. Ich habe mir so Ohrenstöpsel machen lassen. Also beim Hörakustikgerät mache oder wie der heißt das Ding. Weil ich keinen Bock habe, mir die Ohren kaputt zu machen. Jetzt vollends, die sind ja schon ein bisschen kaputt. Aber ich finde es echt geil, da sind 4 Leute in einem Proberaum. Ich habe letztens irgendwann so einen Bericht gesehen, ging es um so ein Streichquartett. Und den haben sie dann so EEGs am Kopf festgemacht. Und die haben dann irgendeine Sonate gespielt. Und nach 2-3 Minuten waren die EEGs komplett gleich. Also alle 4 Menschen haben da auf einer. Also das finde ich abgefahren, dass Musik beim selber Musizieren mit einer Band, dass das passiert irgendwie. Und das ist tatsächlich so. Man kommt da in so einen trance-ähnlichen Zustand. Ich finde, das macht mir richtig Spaß. Ja. Finde ich geil, nicht zwangsläufig im Sommer, man stinkt und es ist heiß und man schwitzt und so, aber auch das macht Spaß, deswegen treiben ja andere Leute auch Sport oder was, die finden es ja auch nicht scheiße, dass man schwitzt, deswegen, ich finde, mir macht das Spaß. Ja, absolut. Das stimmt. Ja, der Wahnsinn. Das ist der Hammer, wie schnell die Zeit rumgeht. Wir müssen, du hast ja vom nächsten Programm gesprochen, was 2021 kommen wird. Hoffentlich. Wie, also geplant. Ja. Wir haben ja gesagt, wir planen nichts mehr, bis Planungssicherheit herrscht. Ja. Weil es ist Quatsch, sonst plant man 50 Mal. Aber irgendwas muss man planen, deswegen haben wir jetzt gesagt, Tourstart, nächstes Programm, Herbst 21. Genau. Und bis dahin, möglichst noch in diesem Jahr, wollen wir natürlich auch alle Flamongos-Auftritte. Ich meine, so viele Städte haben schon, in so vielen Städten sind so viele Tickets verkauft, wo die Leute auch wirklich mit dem Ticket. Ich stelle es mir so vor, das Ticket, das bappt so am Kühlschrank mit so einem Magnet. Mit einem Mundstuhlmagnet. Ja. Selber gebastelt. Und die Leute warten ja auch drauf, dass wir dann in die Stadt auch kommen. Deswegen wollen wir das ja natürlich auch unbedingt machen. Schickt uns nochmal Fotos von den Mundstuhltickets, die ihr habt für die Mongo-Tour. Aber nur wenn sie mit einem Magnet haben. Mit einem Magnet am Kühlschrank oder am Backofen oder so. Ja, das geht auch. Und natürlich vielleicht auch die Selbstreinigungsfunktion vom Backofen auch mal zeigen. Also ich kann es dir nur empfehlen, da hast du am falschen Ende gespart. Wie lange hast du den geschrubbt? 3 Stunden? So, ja, nein, die meiste Zeit war Einwirken vom Backofen. Ja, achso, ja gut, das ist ja keine richtige Arbeit. Das ist keine wirkliche Arbeit. Es macht ja Spaß, das einzusprühen. Ja, ja, kommt natürlich. Man sich so ein bisschen rebelmäßig vor, fast wie so ein Sprayer. Ja, ja. Fast wie so. Ja, und dann wirkt es so ein und dann läuft es so schön bräunlich dann so runter, oder nicht? Ja. Ja, ne? Kann man sich so vorstellen. Kann man sich vorstellen, ne? Also, und dann lutsche ich ab. Und das ist geil, weil das pitzelt auch ein bisschen auf der Zunge. Das glaube ich. Und es schmeckt ja noch nach. Schmeckt so ein bisschen nach ein bisschen Zeug. Pizza, eingebrannte Käse, was man so gemacht hat. Ja, genau. Und das ist wirklich geil, weil das ist ja dann im Grunde ein Abriss aus den letzten 2-3 Jahren.
was da drin natürlich gemacht worden ist. Natürlich. Ich habe also Geschmäcker geschmeckt. So ein bisschen geschmeckt. So eine Rekapitulation. Was ist es, ich habe Geschmäcker geschmeckt, da hat die Pia noch bei mir gewohnt. Ja, das war der Wahnsinn, da hatte ich mir Zeug gemacht. Ja. Das war geil, weißt du? Das ist also, das macht Spaß. Und jetzt habe ich ihn aber endgültig sauber gemacht. Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Ja, also ja ich bin, das ich war bin der letzte Schritt. Das war der letzte Schritt, der mich also sehr mein gebrochen jetzt hat. Hast du, jetzt du hast losgelassen. Ich habe losgelassen. Mein Herz ist nach wie vor gebrochen, aber ich habe losgelassen. Und ich weiß, es wird nicht mehr. Ich habe es akzeptiert. Aber das war wichtig, dass du den mal gereinigt hast. Dass ich den Topf abgeschnitten habe. Als, diesen alten Topf. Ja. Genau, das war einfach wichtig. Und das kann man auch wirklich allen Leuten, die uns da draußen zuhören, schneidet die alten Zöpfe schneidet ab. Und macht euren Backofen mal macht sauber. Macht mal den Backofen sauber. Gerade wenn ihr Liebeskummer habt. Das ist wirklich, wie du schon eben sagtest, eine Katharsis. Das ist eine Katharsis. Na? Ja, ist ja praktisch Reinigung. Oder ist Katharsis Reinigung? Ich glaube schon. Ist das nicht so auch sowas wie Neuanfang, Neuerfindung, Katharsis? Wir haben eigentlich nicht mehr die Zeit. Dann sagen wir das nächste Mal, was eine Katharsis ist. Genau, wir googeln es nächste Mal. Ja, oder googelt es auch selbst. So, also, als Hausaufgabe. Als Hausaufgabe. Tschüss.